ans große Ziel mit kleinen Schritten. Wer von uns hat keine großen Träume? Sie sind die Nahrung unserer Seele und der Ansporn, der uns jeden Morgen den Tag mit Hoffnung und Zuversicht beginnen lässt. Wir alle behandeln unsere Träume jedoch ganz unterschiedlich. Manche Menschen arbeiten ihr Leben lang daran, sie zu verwirklichen. Wieder andere vertrauen sich nicht einmal ihrem engsten Umfeld an. So sehr schämen sie sich für ihre lächerlich und abstrus erscheinenden Wünsche. Die meisten von uns sitzen irgendwo zwischen den Stühlen fest. Wir könnten zwar an der Erreichung unserer Ziele arbeiten, doch meistens fallen uns mehr gute Gründe ein, die dagegen sprechen, als dafür. In Gedanken erfolgreich zu sein, ist allerdings schon die halbe Miete auf dem Weg zum Erfolg. Noch leichter gelingt uns das Verwirklichen unserer Träume, indem wir uns wöchentliche Ziele stecken, die uns dem großen Ganzen näher bringen. Wir möchten dir in unserem heutigen Video eine Möglichkeit vorstellen, wie du dich selbst jede Woche einen entscheidenden Schritt näher an deinen Traum bringen kannst. Nummer 1. Erkläre deinen Traum zur obersten Priorität. Es ist leicht, im Liegestuhl am Balkon von einer großen Karriere oder der Selbstverwirklichung eines Herzenswunsches zu träumen. Während uns die wärmenden Sonnenstrahlen Frieden und Harmonie vermitteln, passiert jedoch nicht wirklich etwas, das uns auch nur einen Millimeter näher an die Umsetzung bringt. Dem Relaxen folgt nämlich der stressige Alltag auf dem Fuße und vorbei ist wieder der kurze Moment Ich-Zeit, den wir wesentlich produktiver hätten nutzen können. Definiere deinen Traum und dann erkläre ihn ab sofort zu deiner obersten Priorität. Dinge brauchen Zeit, aber auch Raum, um wachsen zu können. Am besten bringst du deine Version handschriftlich zu Papier. Notiere, was du aus deinem Leben noch herausholen und welche Dinge du unbedingt erreichen möchtest. Einmal niedergeschrieben ist es nämlich kein bloßes Fantasiegebilde mehr, sondern liegt sehr real, schwarz auf weiß, vor dir auf dem Tisch. Nummer 2. Wöchentliche Ziele auf tägliche To-Dos verteilen. Jede Woche besteht aus 168 wundervollen Stunden. Das scheint viel mehr Zeit zu sein, als jedem Tag nur 6 oder 8 Arbeitsstunden zu verpassen. Der nächste Schritt auf deinem Weg ans Traumziel wird nun also sein, dir jede Woche einen Meilenstein zu überlegen, den du dir vornimmst. Damit auch dieses Mikrovorhaben möglichst klar vor dir liegt, musst du täglich 3 Aktionen setzen, die dich diesem wöchentlichen Gipfelsieg näher bringen. Mach dazu am besten einen Plan, wo du für jeden Wochentag die kleinen Aufgaben festlegst und für den Sonntag das wöchentliche Etappenziel notierst. Wenn du dir mehr als eine wöchentliche Herausforderung zum großen Ziel erklärst, ist das natürlich auch in Ordnung. Doch denke daran, dass unvorhergesehene Ereignisse deine schönen Pläne immer durchkreuzen können. Und ein kleines Erfolgserlebnis spornt mehr an als ein großer Misserfolg oder eine Enttäuschung. Deine Ziele müssen außerdem bestimmte Kriterien erfüllen, damit diese Strategie von Erfolg gekrönt ist. Ziele müssen immer spezifisch sein, also ganz konkret definiert und ausformuliert. Sie müssen realistisch sein. Kein Vorsatz der Welt ist hilfreich, wenn er außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Und ein Ziel bzw. dessen Umsetzung muss natürlich messbar sein. Die Frage, ob du erfolgreich warst oder nicht, ist schließlich der Grund für diese Taktik. Nummer 3. Setze dir Deadlines. Und zwar schriftlich. Die ambitionierteste To-Do-Liste nützt nichts, wenn sie in der Schublade vor sich hin dämmern darf, ohne jemals zur Umsetzung zu gelangen. Damit das nicht passiert, musst du aus deinem zu diesem Zeitpunkt noch recht theoretischen Plan soll eine Verbindlichkeit entstehen lassen. Trage daher die angestrebten Meilensteine in deinen Kalender ein, als fixe Deadline, ohne Nachfrist und ohne Wenn und Aber. Nummer 4. Erinnere dich an deine Träume. Dieser Punkt ist wichtig, denn wir neigen recht schnell dazu, die Verpflichtungen uns selbst gegenüber nicht ganz so ernst zu nehmen.
dass diese nur kleine Schritte hin in Richtung Dream Big sind, vergessen wir im hektischen Alltag schnell. Du solltest dir mindestens einmal pro Woche, noch besser wäre natürlich einmal pro Tag, Zeit für ausgiebiges Visualisieren gönnen. Lasse deinen Traum vor deinem geistigen Auge auferstehen und fühle und lebe ihn für mehrere Minuten so intensiv wie möglich. Male dir die Komplimente aus, die du dafür erhalten wirst, die Ehrungen und Auszeichnungen, den Wohlstand und die Euphorie, die dich durchflutet, wenn du am Happy End angekommen bist. Nummer 5. Feiere kleine und große Erfolge mit einem Ritual. Rituale sind wichtig. Sie erschaffen eine Art formalen Rahmen für Dinge, die wir ohne sie sonst vielleicht nicht einmal bemerken würden. Erfolgserlebnisse sind jedoch wichtig, um gemäß dem Gesetz der Anziehung noch mehr Erfolg und größeren Erfolg in unser Leben zu ziehen. Lass dich also selbst hochleben, wann immer dir etwas geglückt ist, das dich auf deinem Weg weiterbringt. Kein Sieg ist zu klein oder unbedeutend, um nicht gebührend gefeiert zu werden. Nummer 6. Kein Vorteil ohne Nachteil. Wie so vieles klingt auch dieser Schlachtplan in der Theorie sehr einfach umzusetzen und vielversprechend. Doch gerade beim Verfolgen unserer Herzensprojekte werden wir es immer wieder mit Hindernissen zu tun bekommen, die uns ausbremsen oder uns gar aufhalten wollen. Perfekt ist auch diese Strategie nicht und wie alles im Leben hat auch sie Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, du siehst dein Ziel klarer vor Augen. Das Aufschieben von längst fälligen To-Dos wird schwieriger. Dein Selbstvertrauen wird durch Erfolgserlebnisse gestärkt. Du optimierst deine Tages- und Wochengestaltung. Deine Selbstdisziplin wird gefördert. Fortschritte sind klar erkennbar. Du bleibst motiviert. Aber es gibt auch die Nachteile. Du setzt dich selbst unter Druck. Deine Kreativität kann massiv darunter leiden. Erfolg und Misserfolg liegen nahe beieinander. Ablenkungen sind jederzeit möglich. Deine Geduld kann auf eine harte Probe gestellt werden. Freigeister neigen dazu, sich selbst zu sabotieren. Nummer 7. Führe die 7-Tage-Woche ein. Genau, die 5-Tage-Woche war einst zwar eine großartige Errungenschaft der Gewerkschaften, um den Menschen eine Verschnaufpause zu gönnen. Man könnte sogar sagen, dass die 6- und 5-Tage-Wochen die ersten Schritte in Richtung hin zu dem waren, was wir heute unter Work-Life-Balance verstehen. Doch für unsere Träume müssen wir alles geben. Wenn du dich beim Erreichen deiner Ziele nur auf die Arbeitstage von Montag bis Freitag fokussierst, verlierst du 2 ganze Tage, die dich 2 große Schritte näher an deinen Traum bringen können. Und das jede Woche. Denke daran, alles, was du für dich selbst tust, ist keine Arbeit, sondern Eigenliebe. Wie Arbeit fühlt es sich nur an, wenn jemand anders von deinem Engagement profitiert. Unser heutiges Fazit: Auf zu neuen Dimensionen. Alles, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen können, kann auch Wirklichkeit werden. Die Grenzen setzen wir uns meistens selbst. Unsere inneren Kritiker halten uns von dem fern, was tief in unserer Seele als Wunsch verankert ist. Jede Sehnsucht hat die Berechtigung, erfüllt zu werden. Dafür sind wir Menschen auf dieser schönen Welt. Mehr vom Leben zu erwarten, bedeutet nicht, dass wir unzufrieden mit dem sind, was wir bereits haben. Auch macht es uns nicht automatisch zu undankbaren Geschöpfen, die den Wert der Gegenwart nicht zu schätzen wissen. Unsere Träume sind das, was uns innerlich beflügelt. Nichts und niemand darf uns am Weg dorthin am Boden festhalten, am wenigsten wir selbst. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!